Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist endlich mal wieder am Start mit Alien Isolation und Let's Play dazu und bla bla bla. Ich habe mich ewig jetzt wieder davor gedrückt. 2 Wochen lang habe ich jetzt nichts mehr dazu aufgenommen, weil Alien sich halt dazu herausgestellt hat, dass Alien ein Horror-Survival-Scheiß-Spiel ist und nicht nur ein Horrorspiel. Und ich bin halt nicht der Fan davon, sich minutenlang in eine Ecke zu hocken, bis ich den richtigen Zeitpunkt habe, um weiterzulaufen, dann richtig schön weiter zu kommen, um dann halt im letzten Moment kurz vor dem Speicherplatz oder sowas nochmal von Alien erwischt zu werden. Da bin ich überhaupt kein Fan von. Dadurch, dass ich ja was angefangen habe und ungern jetzt einfach irgendwie abbrechen würde und ich habe nur wirklich noch ein paar Schockereffekte, habe ich eigentlich noch ganz gerne. Habe ich mir überlegt, machen wir trotzdem zwar einen PewDiePie-Style, dann wird es für euch nicht so langweilig, wenn ich die ganze Zeit nur da rumhocke und nichts mache. Das wäre die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit gibt's gar nicht. Also doch, ich könnte normal weitermachen jetzt, aber will nicht viel bringen. Naja, wir drücken mal A. DJ Festplatte. Und Spiel starten. Alien Isolation. Spiel fortsetzen. Ich hab vergessen, wo wir waren. Ich habe keine Ahnung, wo wir waren. Achso. Wahrscheinlich in irgendeinem Schrank. Ja, wir sind jetzt gerade an Weihnachten. Yeah, ich nehme Weihnachten auf. Ich habe eben gerade Rogue aufgenommen. Assassin's Creed Rogue. Und jetzt nehme ich eine Runde Alien Isolation auf. Und dann werde ich gleich noch ein bisschen wahrscheinlich streamen. Minecraft und sowas. Schön an Weihnachten. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr Weihnachten verbracht habt oder wie ihr Weihnachten verbringt oder was es auch immer. Ich weiß nicht, wann diese Folge hochgeladen wird. Wahrscheinlich am ersten Weihnachtstag. Also morgen. Also dementsprechend am 25. Ja. Ich suche noch einen Intro-Designer. Habe ich total vergessen zu sagen. Ich suche einen Intro-Designer. Ich habe jetzt ein neues Emblem, also neues Icon, neuen Banner. Jetzt brauche ich immer noch ein neues Intro. Also das Lied bleibt, aber das Video zu dem Intro soll anders sein. Und könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare schrotten, ob ihr irgendwas habt, jemanden kennt oder sowas. So, wir sind in keinem Schrank. Ich werde irre. Was um alles in der Welt war nochmal unsere... Ah ja, okay, wir müssen Räumchen 28 war das. Da habe ich das letzte Mal gesehen. So, ich sehe gar nichts. Bewegt sich ja was oder gucke ich jetzt gerade nur blöd? Ich glaube, es ist direkt über uns. Ja. Es ist direkt neben uns. Scheiß Tür geht nicht auf. Guck mal, da unten ist ein Creeper-Gesicht. So, warte mal. Wie war das mit Karte? Da ist Karte. Ach, ich muss erstmal wieder da durchrennen wieder, okay. Oh! Das scheiß Stargate! Darf ich doch nicht einfach so öffnen! Du hast das Gefühl, dass der hier doch da rauskommt. Das ist in diesem abgesperrten Reich. Wo ich nicht reinkomme. Er hoffentlich nicht raus. Zu Weihnachten gratulieren vor allem. Wie gratuliert man jemanden zu Weihnachten? Ja, wenn man da Geburtstag hat. Mal schnell hier rein, hört uns ja eh nicht. So. Schwule Sau! Piss dich! Kommt ihr hier rein? Nö. Hallo! Oh, ich bin im richtigen Moment hier reingegangen, glaube ich. Oh Gott. Pass mal auf. Letztens war es im Gebäude 29, richtig? Richtig. Dann gucken wir mal, ob wir wieder in Raum 29 das finden oder ob es diesmal woanders ist. Das heißt, ich muss
gleich nach links, rechts und die erste Tür dann bödeln. Morgen! Oh oh, scheiße, ich habe eine Dose bewegt. Ja, dann findet die Schlüsselkarte immer hier. Super. Okay, dann wissen wir jetzt wenigstens, wo wir die Schlüsselkarte immer finden. Und letztens bin ich rausgerannt und hab den Alien ins Gehirn geschossen. Und es hat nicht so gut funktioniert. So, sehen kann ich es nicht mehr. Also er hat auf meinem Radar, jetzt kann ich es wieder auf dem Radar sehen. Hier unter dem scheiß Bett findet es mich doch sofort. Grüne Knöpfe kann man drücken. Den kann ich auch wahrscheinlich nicht drücken, ne? Wahrscheinlich nicht. So, meine lieben Liebenden, wo muss ich jetzt nochmal hin? Ich muss da zurück. Das heißt, ich renne jetzt wieder hier raus. Dann die erste Tür links runter. Dann gehe ich nochmal ins Speichergerät und dann muss ich irgendwie wieder da hochkommen. Glaube ich zumindest. Das ist jetzt der Plan. Nehme ich überhaupt auf? Ja, nehme ich. Okay. Was war's denn? Wie cool ist das denn gewesen? Mit Boom habe ich die Dose voll weggekickt, Alter. Na? So, pass mal auf, Leute. Das kann ja wieder nicht angehen. Alien ist gerade im Flur draußen. Guckt sich die Gegend an. Das heißt, wir könnten ihn ablenken mit einem Geräuscheding irgendwo da hinten hinschmeißen. Dann würde der hinrennen. Guck mal, da habe ich doch ein schönes Versteck. Habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, pass auf. Wir gehen jetzt nach rechts. Schnell da rein!